In hunderten Geschäften in Österreich wird heute erstmals seit 42 Jahren gestreikt. René Benkos Signa ist die größte Pleite in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Wie geht es jetzt weiter? Nass und kalt wird das Wetter in den kommenden Stunden. Trotzdem einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu ORF3 aktuell am Abend. Vor etwa einer halben Stunde ist es zu einer Gehaltseinigung bei den Metallern gekommen. Seit 5 Wochen wurde verhandelt, zuletzt gab es auch Streiks. Nun hat man sich offenbar auf eine sozial gestaffelte Inflationsanpassung geeinigt. Die unteren Einkommen werden um 10% erhöht, die oberen Einkommen um 5%. Weiterhin sehr uneinig ist man sich im Handel. 9,4% fordert die Gewerkschaft, 6% und Einmalzahlungen bieten die Arbeitgeber. Nun soll der Druck erhöht werden. Erstmals seit 42 Jahren finden in Österreich wieder Warnstreiks in Geschäften statt. Dabei wird die Arbeit in ausgewählten Betrieben für einige Stunden niedergelegt. Das soll bis Samstag, dem ersten Einkaufssamstag vor Weihnachten, so gehen. Eine äußerst ungünstige Zeit für den Handel also. Wann weiterverhandelt wird, ist derzeit noch unklar. Hier ist nicht Ladenschluss, sondern Streikbeginn. Bei Interspar im Salzburger Europark legen die Beschäftigten für eine Stunde die Arbeit nieder. Und hat die Kundschaft dafür Verständnis? Wenig. Ich wollte jetzt mir heute Morgen meinen Kaffee holen und in die Schule gehen. Fällt dann wohl heute leider aus. Ja, komme ich heute anders mal. So dringende Sachen sind nicht. Nein, ich habe volles Verständnis. Wenige Kilometer entfernt streikt beim Großhändler Metro die Stammbelegschaft. Der Betrieb wird hier mit Beschäftigten aus anderen Filialen aufrechtgehalten. Schauplatzwechsel nach Wien. Hier wird im Donauzentrum bei Interspar und Thalia vorübergehend die Arbeit niedergelegt. Die Warnstreiks dienen einmal zur Warnung, dass wir zeigen, dass wir das auch können. Lautet die Botschaft an die Arbeitgeber. Bis Samstag soll es jetzt in insgesamt 300 Läden zu Warnstreiks kommen. Die letzten Warnstreiks im Handel gab es übrigens vor 42 Jahren. Auch damals ging es um Löhne und Gehälter. Ja, und mit den jetzigen Warnstreiks in der umsatzstarken Vorweihnachtszeit erhöht die Gewerkschaft natürlich den Druck auf die Arbeitgeber enorm. Die beklagen, dass sich die Gewerkschaft in ihren Forderungen nicht bewegen würde. Ob man nicht an einem Kompromiss interessiert sei, wurde heute Helga Fichtinger, die Chefverhandlerin der Gewerkschaft für Privatangestellte, heute Vormittag in ORF3 aktuell gefragt. Mir ist wichtig zu sagen, wir sind sehr interessiert. Gerade wir waren diejenigen, die am 28. versucht haben, Bewegung reinzubringen und auch genau deswegen einen Abschluss vorgeschlagen haben, der sozial gestaffelt ist, damit die niedrigeren Gehälter, die unteren Einkommen prozentuell höher erhöht werden und eben nach oben hin eine Abflachung passiert. Wir haben weitere Varianten vorgeschlagen wie Freizeitoptionen. Alles das wurde leider abgelehnt, weil die Blockadehaltung der Arbeitgeber so massiv ist, dass derzeit noch keine Bewegung möglich ist. Schon jetzt ist klar, es ist die größte Pleite in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Mit rund 5 Milliarden Euro ist die Signa-Gruppe von René Benko verschuldet. Die Hälfte davon sind Kredite bei österreichischen Banken. Trotzdem soll das Unternehmen saniert werden. Dafür müsste ein Drittel der Schulden in den kommenden 2 Jahren zurückbezahlt werden. Ob das realistisch ist, ist eine Frage, die bei dem undurchsichtigen Firmengeflecht schwer zu beantworten ist. Der zuständige Insolvenzverwalter möchte eine Einschätzung erst am 19. Dezember, am ersten Stichtag, für einen Bericht abgeben. Die Signa Holding ist zahlungsunfähig, aber sie soll weitergeführt werden. Und passieren soll das im Rahmen eines sogenannten Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung. Der Vorteil aus Sicht der Signa, man kann weiter schalten und walten. Die Geschäftsführer bleiben in Amt und Würden. Der Insolvenzverwalter hat hier nur eine Aufsichtsfunktion. Der Nachteil, die Signa muss 30% ihrer Schulden binnen 2 Jahren zurückbezahlen. Bei einem Verfahren ohne Eigenverwaltung wären es nur 20%. Der Insolvenzverwalter jedenfalls lässt heute wissen, man habe mit der Überprüfung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens bereits begonnen. Eine echte Einschätzung könne man aber erst kurz vor Weihnachten abgeben. Klar ist, die Signa Holding schuldet den Banken viel Geld, 2,2 Milliarden Euro sind es insgesamt. Der Finanzminister sagt, man habe bereits mit der Nationalbank und der EZB diesbezüglich gesprochen und alle sagen, dass die Auswirkungen natürlich sind sie da auf die Banken, die betroffen sind, überhaupt keine Frage, aber dass es nicht die Stabilität des österreichischen Standorts und des Finanzmarktes beeinflussen wird.
Unklar ist auch, wie es mit dem Kaufhaus Lamar in der Wiener Maria-Hilfer-Straße weitergeht. Die maßgebliche Baufirma, die Habau, lässt wissen, seitens der Habau seien 99% der Arbeiten zwar abgeschlossen, man werde aber die weiteren Schritte evaluieren. Und wie kann ein Unternehmen mit 5 Milliarden Euro Schulden überhaupt saniert werden? Bei der Signa soll das eben mit einem Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung geschehen. Was das genau bedeutet, hat heute Insolvenzexperte Karl-Heinz Götze in ORF 3 aktuell am Vormittag erklärt. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten bei Sanierungsverfahren. Wir haben sie mit Eigenverwaltung oder ohne Eigenverwaltung. Meistens ist es eine ohne Eigenverwaltung. Das heißt, hier haben wir eine Mindestquote von 20% und der Insolvenzverwalter ist dann quasi der Geschäftsführer. Bei der Eigenverwaltung ist es so, dass die Geschäftsführung in Amt und Würden bleibt und dennoch ein Insolvenzverwalter bestellt wird, der aber mehr eine Aufsichtsfunktion hat. Allerdings kann er bei bestimmten Entscheidungen ein Veto einlegen. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg und Sergei Lavrov, der russische Außenminister, sind heute zu einem Gespräch zusammengekommen. Das Aufeinandertreffen hat im Rahmen der OSZE-Tagung in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje stattgefunden. Das russische Außenamt hat davon ein Bild ins Internet gestellt. Aus Schallenbergs Büro heißt es, bei dem Gespräch ging es um Personalfragen bei der OSZE-Führung. Österreich als Sitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit hätte hier eine besondere Verantwortung. Ein großes Treffen in einem kleinen Land. Nordmazedonien hält in einer Sporthalle die hochrangige Konferenz ab. Russlands Außenminister Lavrov gibt sich völlig unnachgiebig. In der Ukraine hätten Neonazis die Macht übernommen. Die sollten auch noch in die EU geholt werden, wettert Lavrov. Spielraum für Diplomatie im Ukraine-Krieg ganz offensichtlich null. Österreichs Außenminister meint aber, trotzdem sei Lavrovs Teilnahme zu begrüßen. Die OSZE war in der Geschichte noch nie ein Club von gleichgesinnten Staaten. Sie wurde im Kalten Krieg gegründet, genau um über ideologische Schranken, über den eisernen Vorhang hinweg diesen Dialog zu ermöglichen. Minister Schallenberg hat abseits der Kameras auch mit Sergei Lavrov gesprochen über aktuelle OSZE-Personalfragen, wie es heißt. Politisch ist es hier beim Austausch von altbekannten Positionen geblieben. Einziger Lichtblick, die OSZE mit Sitz in Wien soll als Gesprächsforum erhalten bleiben, auch wenn dort derzeit vor allem aneinander vorbeigeredet wird. Im Gazastreifen sind laut der israelischen Armee zwei weitere Geiseln dem Roten Kreuz übergeben worden. Weitere sollen in den nächsten Stunden folgen. Wie viele Geiseln heute insgesamt freigelassen werden, ist noch unklar. Während der verlängerten Feuerpause hat die Hamas heute in Jerusalem einen Anschlag verübt, bei dem mindestens drei Menschen getötet und mehrere verletzt wurden. Die Hamas nennt den Anschlag eine Reaktion auf das Töten von Kindern im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland. Dort gibt es außerdem Proteste gegen das Treffen von Palästinenserpräsident Abbas und US-Außenminister Blinken, der sich für eine Verlängerung der Waffenruhe im Gazakrieg einsetzt. Mit 100 Jahren ist heute der frühere US-Außenminister Henry Kissinger gestorben. Der Republikaner galt über Jahrzehnte als einflussreichster Diplomat der USA und hat die globalen Machtverhältnisse in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mitgeprägt. Würdigungen kamen heute nicht nur aus dem Westen, sondern auch aus Russland und China. Er war Außenminister unter US-Präsident Nixon, als er 1973 den Friedensnobelpreis zugesprochen erhielt. I shall receive the award. Gemeinsam mit seinem Gesprächspartner Le Duc Tho aus Nordvietnam bekam er den Preis für Waffenstillstandsverhandlungen. Aber Henry Kissinger war auch mitverantwortlich dafür, dass ein US-Bombenhagel auf das neutrale Kambodscha niederging. Kissinger wurde geehrt, aber auch als Kriegsverbrecher geschmäht. Mit 15 als Jude aus Deutschland vertrieben, machte er zunächst eine Universitätskarriere, bis ihn US-Präsident Nixon in die Politik holte. Kissinger zog bei der Annäherung der USA an das kommunistische China wichtige Fäden. Im ORF sprach er später auch über Neutralität. Solange andere die Verantwortung für die Verteidigung im Großen übernehmen, für ein kleines Land wie Österreich, ist es ein gangbares Konzept. Sein 100. Geburtstag wurde auf einem politischen Podium gefeiert. Ans Aufhören dachte er damals nicht. In Dubai hat heute die 28. Weltklimakonferenz begonnen.
Schon jetzt ist es eine Konferenz der Widersprüche. Denn die Vereinigten Arabischen Emirate sind einer der größten Ölexporteure der Welt und der CO2-Ausstoß pro Kopf ist so hoch wie in kaum einem anderen Land. Mehrere Tage lang werden Delegierte aus fast 200 Staaten in Dubai darüber verhandeln, wie die kommende Klimakatastrophe beeinflusst werden kann. Der Handlungsspielraum wird dabei jedes Jahr kleiner. Nach vorläufigen Berechnungen dürfte das Jahr 2023 global gesehen das wärmste Jahr werden seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens noch erreichen zu können, müssten die CO2-Emissionen in den nächsten 7 Jahren um die Hälfte sinken. In Ländern wie China oder Indien steigen sie aber weiter rasant an. Ein Thema bei der Weltklimakonferenz wird auch sein, wie man vom Klimawandel stark betroffene Länder unterstützen könnte. Jetzt zum Wetter. Passen Sie auf, wenn Sie morgen früh das Haus verlassen. Es könnte gefährlich rutschig werden. Schneeregen und Minusgrade über Nacht erwarten uns. Hier sind die Aussichten auf das Wetter. Heute Nacht regnet und schneit es zeitweise. Im Norden ist es frostig und zusammen mit Schneeregen besteht hier dadurch Glatteisgefahr. Morgen überwiegen dann die Wolken und Regen und Schneefall erfassen im Lauf des Tages das ganze Land. Im Süden wird der Regen am Nachmittag intensiv. Entlang und nördlich der Donau schneit es zeitweise bis in tiefe Lagen. Und um 19.45 Uhr schneit es bei uns wieder die wichtigsten Meldungen aus der Welt der Kultur herein. Welche das heute sind, sagt Ihnen jetzt mein Kollege Patrick Zwerger selbst. Die Weihnachtskomödie »Wie kommen wir da wieder raus?« startet im Kino. Und die Vereinigten Bühnen Wien haben ihr Musical-Archiv digitalisiert. Das und noch viel mehr ab 1945 in Kultur heute. Danke Patrick. Nachrichten in einfacher Sprache sehen Sie wie gewohnt jetzt gleich im Anschluss. Sowie Neues aus den Bundesländern in Österreich heute das Magazin. Heute mit dem ersten Gewinner des Inklusionspreises aus Niederösterreich. Aktuelle Nachrichten sehen Sie dann morgen wieder ab 9.30 Uhr hier in ORF 3 aktuell. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Schönen Abend. Auf Wiedersehen.